Hallo und herzlich willkommen bei Wir probieren. Moin. Heute mit einem Nachtrag zu unserer Top-Mate-Folge. Wir hatten ja in der damaligen Folge kritisiert, dass uns das PET-haftige nicht gefallen hat und dass uns die Top-Mate an sich ein bisschen zu lasch war. Und siehe da! Man hört auf uns! Es gibt jetzt nämlich. Es gibt jetzt die Top-Mate Strong. Strong. In der Glasflasche und den Eistee in der Glasflasche. Ja! Und außerdem gibt es auch noch die Top-Mate Alternativ-Cola. Leider bisher jetzt nur in der PET, aber man wird sehen. Vielleicht arbeiten sie da auch dran. Wir haben ja bestimmt was zu bemängeln. Auf jeden Fall, ich denke auch, haben wir doch immer. So, die Top-Mate Alternativ-Cola. Alternativ-Cola. Die ist so alternativ, dass man einfach mal die Farbe weggelassen hat. Ja, schwarz-weiß, warum nicht? Können viel mehr machen, finde ich toll. Ja. Nee, ich hab da jetzt auch nichts dagegen. Es sieht halt nur, also so auf den ersten Blick sieht es aus, oh, da hat jemand... Fehldruck. Ja, es sieht so aus, als fehlt. Ja, so sieht aus, als wäre die Farbwalze. Ne, ist ja egal. Haben wir übrigens jetzt auch mal in wow. Zimmertemperatur. Schrankkühl. Schrankkalt. Einfach aus dem Grunde, weil... Man hat uns empfohlen von... dass eventuell die Geschmackspartikel sich besser entfalten, wenn das Zeug nicht zu kühl ist. Das ist ja wahr. Teilchenbewegung und so, ne? Ja. Riecht nach einer leichten Cola, vor allem mit einer starken Zitronennote. Ja. Das ist... Ich merke hauptsächlich, so, so eine Mischung aus die Cola-Nuss. Normalerweise, wenn du an einer stärkeren Cola riechst, merkst du sofort die Cola-Nuss raus, die fehlt ja komplett. Ich wollte auch sagen, es ist eine leichtere Vita-Cola. Ja, ohne das Eisige, also das Eisenhaftige, was die immer drin Rost. Ist. Rost. Die Rost. Die Rostlaubenfrühe. Wasser. So dünn, dass es wirklich fast Wasser ist. Aber wie gesagt, vielleicht ist ja zu kühl. Also du merkst nicht mal eine großartige Süße. Ja, es ist nicht mal so, dass irgendwie... Es ist so ein ultimativ homöopathisch verdünnter Cola-Geschmack da. Aber nicht mal süß. Nee, gar nicht. Es ist Wasser und am Ende habe ich eine leichte Säure. Eine leichte Zitronensäure, aber ich habe keinen Cola-Geschmack. Also es ist schon Cola-Geschmack da, aber er ist wirklich homöopathisch. Nee, ich merke schon leicht. Dotto. Also jetzt probieren wir Zimmertemperatur. Er kommt stärker, aber dafür kommt auch die Kohlensäure stärker und die nimmt ihr dann am Ende dafür die Säure raus. Finde ich. Ist aber ein interessanter Ansatz. Es ist immer noch nicht perfekt. Aber der Ansatz gefällt mir. Eine Cola, die nicht durch die Süße besticht, sondern nur durch... Weil selbst die ganzen anderen Würzcolas, die wir so kennen, ne, sind alle immer extrem süß. Und hier steigt ein mit der Idee, wir lassen die Süße mal komplett weg. Aber hier geht halt auch der andere Geschmack damit komplett flöten. Das fehlt dann noch. Wir müssen immer noch ein bisschen stärker ausarbeiten. Aber prinzipiell, ja, sagen wir so, ich verstehe auch von welcher Richtung die kommen. Weil, sagen wir, die hier bestechen ja auch, oder deren Verkaufsargument ist ja eben auch, dass die eben nicht so intensiv sind. Auch in der Süße weniger intensiv. Und das gliedert sich da natürlich direkt in die Reihe ein. Und ich denke mal, die Fans der bisherigen Top-Mate, für die ist das ungefähr was. Es ist ja nicht unsere Schuld, dass das uns das jetzt... Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt es. Also dann nur mich. Mir ist das zu lasch. Für die Cola finde ich das ein extrem interessanter Einstieg dafür. Ich mache mal wieder mein übliches Kohlensäure. Das verstehe ich nie, warum du das machst. Ganz einfach, weil die Kohlensäure am Ende relativ... Also für mich, ich merke einfach, die Kohlensäure nimmt relativ viel Geschmack weg. Ja, dann kann ich ja gleich irgendwas anderes reinschütten. Das verfälscht das Getränk. Es ist ja nicht dann so, wie das Getränk eigentlich ist. Ja, das stimmt. Stimmt schon. Aber mich interessiert eben, es sein könnte, ob da tatsächlich auch Geschmack drin ist und der nur von der Kohlensäure her weggenommen wird. Boah. Oder ob auch gar kein Geschmack drin ist. Mir bläst den Magen auf. Ja, mach Sauerei, du Drecksau. Nee, machen wir später die Sauerei. Lass mal ein bisschen stehen. Wir machen weiter mit dem Eistee. Und zwar Top-Mate und Eistee. Diesmal jetzt eben auch in der Glasflasche. Alter Rülpsbrühe, das jetzt Zeug. Ist wieder Platz. Ja, Top-Mate Eistee. Wie gesagt, hier haben wir nochmal den alten, den kannst du mal aufmachen, zum Quervergleich, dass wir auch die Veränderung wahrnehmen können. Der ist jetzt soweit ich weiß, in der Intensität nicht verstärkt worden, sondern einfach nur eben Flasche.
Ja, da hier, der hier ist so, der ist das vom ist, Layout da, genau gleich. Ja, und, da und hier das ist auch jetzt gleich Top Martin Strong. Da steht auch Strong. Und da steht auch immer extra Strong drauf. Das riecht auch wieder fast nach nix. Oder rieche ich gerade nur nix? Auch homöopathisch, aber ich glaube, du bist gerade ein bisschen zu in der Nase. Mach mal die Rudi voller Befreiungsnase. Ja, das gute Wurstwasser. Okay, nochmal. Ist aber besser, würde ich jetzt, also so aus dem Gedächtnis raus. Definitiv. Es ist definitiv eine Verbesserung. Ja, also hier merke ich ganz klar das PET. Ich merke, es ist auch schaumig, was ich gar nicht mag. Hier ist es feinperlender. Der eigentliche Eistee-Geschmack, also dieses leichte Zitrone und so weiter, kommt wesentlich stärker raus. Vor allem, was ich bei dem hier merke, ist noch ein zusätzlich leichtes künstliches Aroma durch die Flasche auch noch. Habe ich so das Gefühl, so, vielleicht ist es bei mir im Kopf, aber ich habe das Gefühl, dass es was Chemisches abgibt, so ein bisschen, ne? So ganz leicht künstlich, am Ende. Künstlich. Ja! You know, künstlich einfach. Und die hier schmeckt einfach besser. Von dem her, Glasflasche, gute Idee. Ist ja nicht so, dass wir es prophezeit haben. Ja, aber ganz klar. Also sagen wir so, der Unterschied ist jetzt vom reinen Geschmack her nicht groß. Aber dieses Umschließende, dieses eben, was man hier als PET-Geschmack umschreiben kann, dieses leicht schaumige, dieses leicht bittere, dieses leicht einfach komische, fehlt im Positiven. Ist und nicht hier, mehr da und das macht besser. Und hier merkt man wirklich, es ist Eistee, man merkt die leichte Zitrone, man merkt aber trotzdem die Mate, man merkt auch die leichte Süße, ist einfach in sich runder, besser. Richtig. Habt ihr richtig gemacht diesmal. Yay! Next! Aber gefällt wirklich. Also wirklich eine deutliche Verbesserung zum Vorher. Jetzt haben wir die Strong Edition Top Mate. Erhöhter Koffeinhalt 29, wie hat die auch 29? Nee, 24. 22 hat die normale, der 22, heißt ja 24. 29. 1,12%. Das ist ja schon fast auf maximal, fast 32, ne? Fast 32, also ich mach mal die reguläre auf, das war die anderen direkt. Die fand ich ja bisher am schlechtesten, am weil die... Wässrigsten. Wässrigsten und eben, da war dieser PET-Bier-Nachgeschmack dabei. Ja. Und der ist auch immer noch... Also die gefällt mir wirklich gar nicht aus dem Dingens. Geruchlich aber gleich, also geschmackliche Welten. Das ist jetzt endlich wirklich eine Mate für mich. Ja. Die ist zwar immer noch weniger intensiv, also vor allem in der Süße. Sie ist immer noch im Vergleich zu anderen Maten immer noch extrem ruhig und bleibt auf dem Boden, also gesättelt, ne? Ja. Und die hier ist Wasser, also die ist dagegen absolutes und, Wasser. Und Wasser mit dem PET-Bier-Nachgeschmack. Und der, hier hast du das gar nicht. Hier hast du einen leichten Bitter durch den erhöhten Koffeingehalt, hier merkst du. Aber sonst, also top. Diesmal ist die Top-Mate wirklich top. Diesmal ist die Top-Mate wirklich top. Aber die Strong. Also Strong ist sie nicht. Sie ist vom Koffeingehalt her Strong. Ich meine die Strong, also... Ja, die Strong ist besser. Also die ist Strong vom Koffeingehalt, den spürt man auch. Also richtig, den merkst du dann schmeckst du wirklich raus, diesen Unterschied. Weil es ist wirklich, es schmeckt auch wenn wieder irgendwer behaupten würde, ich schmeck Koffein nicht raus. Doch, ihr Vollspacken, man merkt es. Ja, vor allem haben wir ja nicht gesagt, man schmeckt Koffein, man schmeckt den Unterschied. Nein, den Unterschied, richtig. Aber ich würde trotzdem auch sogar ehrlich gesagt so weit gehen, dass man sagt, man kann auch Koffein rausschmecken. Ja, ja, auf jeden Fall. Man muss halt darauf achten und wissen, was man. Ja, man darf nicht schütten, sondern man muss verdammt nochmal ein bisschen seinen Mund und seinen Gaumen schulen und so weiter. Mhm. Einfach mal sein Hirn einschalten beim Trinken. Auch typische Mate-Wachsnote ist da. Ich muss sagen, von der reinen Wachsnote her ist das mitzubauen. Also die Wachsnote an sich, ne? Im Vergleich zu anderen ist die hier extrem stark. Ja. Pure Wachsnote finde ich da extrem krass. Also Clubmate hat nicht so ein wachsiges. Ja, ja, aber das ist ja auch, sag mal so, wenn da 29 Milligramm, dann das spricht ja auch dafür, dass einfach mehr Mate-Tee drin ist
Und dass dementsprechend auch, sagen wir mal, der eigentliche Mate-Geschmack ohne die künstliche Süße, weil es ist ja, also gerade Club-Mate und Lied-Mate sind ja nachgesüßt, dass das eben fehlt. Und das, also, es erinnert an einen normal aufgebrühten Mate-Tee. Richtig. Also, auf jeden Fall, Weltenunterschied. So, deine Abgeschwenkte. Die Abgeschwenkte, das interessiert mich jetzt echt nicht. Ich will nochmal dazu sagen, also man muss wirklich sagen, man merkt den Unterschied von PET zu Glasflasche. Aber, um auf die Cola nochmal zurückzukommen, ich glaube, bei der Cola macht es keinen großen Unterschied. Bei der Cola, ich glaube, Cola ist nicht so anfällig für PET. Ja, also man kann es zwar unter Umständen, wenn man mit viel Fantasie und so weiter, aber da fällt es nicht so negativ ins Gewicht wie bei Mate. Richtig, und ich würde auch sagen, selbst wenn sie die hier in der Glasflasche raushauen würden, würde es dem nicht viel geben. Wird die nicht stärker, die wird wieder stärker. Guck mal, die bleibt immer noch wässrig. Der Cola-Geschmack kann jetzt zwar stärker raus, wenn du die Kohlensäure ein bisschen reduzierst. Ja. Kommt stärker raus. Aber für mich muss ich ganz klar sagen, für mich zu wenig Cola-Geschmack. Nicht, weil ich sage, es muss unbedingt süß sein, nee, aber für mich fehlt einfach die Würze, das Cola-Nuss-Aroma. Da muss mehr. Muss ich sagen? Ja. Nein. Das ist jetzt für dich so. Ja, für mich finde ich es ehrlich gesagt interessant. Und würde ich auch gerade, wenn man anfangen will, okay, folgendes Problem. Ich kann kein Wasser trinken. Auf Dauer geht es mir auf den Sack. Ich brauche was anderes, brauche Geschmack. So. Rülpsbrühe. Und wenn man dann probiert, von jeden Tag Energy Drinks saufen, runterzukommen, mal auf seine schlanke Linie zumindest ansatzweise zu achten, auf Dauer macht dich das Zeug fett wie die Nacht. Ach was. Richtig. Aber keinen Bock hat, Wasser zu trinken, finde ich, ist das perfekt. Weil du hast immer noch einen Geschmack. Aber dann ist ja, nicht so viel Zeug, dass da nicht so viel Zucker drin ist, ist es okay. Das war doch auch angepasst, oder? 6,82. Ja, okay, dann wäre sowas sogar idealer, weil die hat nur 4. Ja. Aber es ist zumindest zum Übergang zum Wasser ist es eine Alternative. Aber im Vergleich zu anderen Colas immer noch weniger, weil normale Colas haben zwischen 8 und 15? Mindestens. Also, mir gefällt es, muss ich ehrlich sagen. Also ist aber sehr polarisiert. Also die Cola auf jeden Fall. Ja, also, ja, wie gesagt, hier schmeckt es. Also mir ist es zu wässrig, ja. Aber gut, wie gesagt. Anderer Ansatz, den, mir ist gefallen. Genau, cool. anderer Ansatz. Und ich meine, das hat mit Sicherheit auch insofern seine Berechtigung, weil. Wie gesagt, alle anderen sind immer nur süß. Genau, alle anderen sind immer nur süß. Und das ist wirklich. Es steht ja auch drauf, Alternativ-Cola, also die hält, was sie verspricht. Und es steht auch nochmal extra drunter, weniger Zucker. Ja, also wirklich auch. Das Gute ist, wie überhaupt ein. Low Sugar, whatever. Ja. Die sind aber auch wirklich. Aber wie gesagt, also ich würde ganz klar behaupten, wem bisher die Top-Mate geschmeckt hat mit dem leichten. Richtig. Der findet die Cola super. Die Cola durchaus mal probieren. Wer mit der Top-Mate bisher eher weniger anfangen konnte, die Strong-Mate und der Eistee in der Glasflasche. Wobei auch da dazu gesagt werden muss, es ist zwar ein Unterschied, es ist merkbar und es ist nicht so viel. Da ist es weniger, ist da ist es keine mehr, Frage, aber es ist, besser, dennoch, es ist aber auf jeden Fall besser. Also wenn ich die Wahl habe, greife ich auf jeden Fall zur Glasflasche. Richtig. Ja, danke auf jeden Fall. Ganz, ganz großes Dankeschön an Top Mate, vor allem auch, dass sie gesagt haben, okay, machen wir das. Ob wir jetzt der Auslöser waren, ist ja nicht. Ich glaube es zwar ehrlich gesagt nicht, ich denke mal, aber ich vielleicht, wenn es auch nur so ein zusätzlicher Anstoß war, bin ich schon zufrieden. Ja, also, ja. Wir sind gespannt, was da in Zukunft noch auf uns zukommen mag. Ja. Ihr könnt locker flockig weitermachen. In diesem Sinne, adios. Ugh.